Zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir gucken uns heute mal an, wie wir mit Datentypen umgehen, beziehungsweise streng genommen muss ich sagen, wie geht der Rechner mit Datentypen um. Im Wesentlichen will ich einfach zeigen, wie man basierend auf dem Verständnis des Speichers, also wie der Rechner Daten abspeichert, das Verhalten von Daten entsprechend vorhersagen kann. Also im Prinzip geht es um Call by Value, Call by Reference. Was ist ein Referenzdatentyp? Wie unterscheiden die sich von primären oder von primitiven Datentypen? Als erstes gucken wir uns die Begriffe Call by Reference und Call by Value an. Die spielen jetzt in Java keine große Rolle, weil wir in Java hier nicht die explizite Wahlmöglichkeit haben, ob wir jetzt bei Reference oder bei Value übergeben wollen. Aber die Begriffe sind wichtig, sie tauchen immer wieder auf und deswegen halte ich es für ganz sinnig, die mal zu erklären. So, nachdem es in Java nicht sinnvoll geht, habe ich mir jetzt hier C ausgesucht als relevante Programmiersprache. Mit PHP hätte man das auch machen können. C++, klar, sowieso, wenn es mit C geht. Aber ja, ich habe gedacht, C ist da eigentlich die prädestinierte Sprache für das Ganze. Soll jetzt kein C-Kurs werden, nur kurzer Hinweis, in C, anders als in Java, muss ich die Unterprogramme vorher bekannt machen, bevor ich sie nutzen kann. Das heißt, wenn ich im Hauptprogramm, also im Main, eine Funktion wie Inc by Value oder Inc by Reference, wie ich sie getauft habe, nutze, dann müssen sie halt vorher eben zumindest bekannt gemacht werden. Ich habe sie gleich implementiert. So, ja, was machen wir? In der Hauptmethode oder im Hauptprogramm, korrekterweise, habe ich jetzt einfach mal eine lokale Variable deklariert und dadurch wird ein Speicherplatz von 32 Bit freigemacht, weil es ein Integer ist und auch wenn ich es in C nicht tun müsste, wir programmieren natürlich sauber und wir initialisieren mit einem definierten Wert, in dem Fall Dezimal 10 oder Hex 0a. So, das heißt, den Wert haben wir jetzt drin stehen. Und als erstes möchte ich jetzt das Unterprogramm Inc by Value aufrufen. Und wenn wir oben mal schauen, steht void Inc by Value in Klammer int i. Und das bedeutet nichts anderes wie, ich hätte gerne in eine neue Variable i den Wert reinkopiert haben beim Aufruf. Das heißt, wenn ich jetzt unten aufrufe in dem Hauptprogramm, dann sage ich int by value i, das ist die lokale Variable vom Hauptprogramm. Und was jetzt passiert ist, der Wert in dieser Variable wird in eine neue Variable des Unterprogramms reinkopiert aus der Parameterliste. Heißt dann im Umkehrschluss, ich habe auch zwei Variablen im Speicher, die obere in der Adresse 4.2 und die untere in der Adresse 7.6. 4.2 ist vom Hauptprogramm, 7.6 ist vom Unterprogramm. Und die hat beim Aufruf auch gleich die Kopie des Wertes der ursprünglichen Variable bekommen. Und deswegen nennen wir das Übergabe des Wertes oder Call by Value, weil wir den Wert kopiert haben. So, ja, dann geht's weiter. Im Unterprogramm erhöhe ich jetzt meine Variable um 1. Also wird die Variable an der Adresse 7.6 um 1 erhöht von 0a auf 0b. Und bei der Ausgabe würden wir dann natürlich auch die 0b oder Dezimal 11 auf der Konsole sehen. Wenn ich jetzt allerdings wieder zurückkomme ins Hauptprogramm und die Variable i ausgebe, dann gebe ich jetzt nicht mehr die Variable unter der Adresse 7.6 aus, sondern die unter der Adresse 4.2, also die ursprüngliche. Und dort steht natürlich noch der ursprüngliche Wert 0a oder Dezimal 10 drin. Als nächstes werde ich die Übergabe als Referenz oder Call by Reference Methodik anwenden. Hier haben wir jetzt im Unterprogramm int Stern i und das ist nichts anderes wie ein Zeiger auf eine Integer-Variable. Und in dem Hauptprogramm übergebe ich jetzt nicht mehr den Wert der Integer-Variable, sondern die Adresse. Das macht man mit diesem Ampersand-Zeichen oder diesem kaufmännischen Und-Zeichen. Das bedeutet, wir erzeugen jetzt im Speicher eine neue Variable, das ist die Stern i-Variable, eine Pointer-Variable. Und dort steht jetzt die Adresse der ursprünglichen Variablen drin, nämlich die 4.2. Das ist genau die Adresse des oben rot eingemarkten Bereiches des Speichers. Das heißt, ich habe jetzt keine Kopie des
des Wertes mehr übergeben, wie beim vorigen Beispiel, sondern eine Kopie der Adresse oder der Referenz. Also ist es ein Call by Reference. So, was jetzt passiert ist, ich greife jetzt mit Stern i auf die Variable zu, auf die mein Stern i zeigt. Also dieses in Klammern Stern i heißt jetzt, geh bitte auf die Variable, auf die du zeigst, und das ist die Adresse 42, und mach was damit. Und was soll gemacht werden? Um 1 erhöht. Das heißt, jetzt steht hier unter der Adresse 42 nicht mehr 0a, sondern 0b drin. Das heißt, ich habe jetzt über die Referenz die Adresse oder über die Referenz der Adresse genau dort die Erhöhung gemacht, wo eben die Adresse hinzeigt. Bei der Ausgabe passiert natürlich jetzt das Gleiche. Ich gebe den Ort aus oder den Inhalt des Ortes aus, wo die Variable hinzeigt, nämlich die Adresse 42. Wenn ich jetzt allerdings wieder im Hauptprogramm bin, dann bin ich ja wieder genau an der Stelle, wo ich ursprünglich war, nämlich an der Adresse 42. Und wenn ich jetzt hier meinen Wert ausgebe, der dort drin steht, dann kommt natürlich jetzt nicht mehr 0a, sondern 0b zu tragen, weil ich ja über die Adresse im Unterprogramm meine ursprüngliche Variable verändert habe. Das heißt, bei Call by Value kann ich den ursprünglichen Wert nicht ändern, weil ich eine Kopie des Wertes habe. Bei Call by Reference wird im Unterprogramm eine Änderung der relevanten Variablen auch zu einer Änderung in dem ursprünglichen Kontext, nämlich des Hauptprogramms, zu sehen sein. Wenn wir das Ganze jetzt mal im Code laufen lassen, dann sehen wir, dass wir hier bei Check 1 und bei Check 2, also Check 1 war ja Inc by Value des Printf, sehen wir die 11, wie wir es erwartet haben. Check 2, das war nach Inc by Value der Aufruf, sehen wir die 10. Check 3 hat wieder die Erhöhung, aber Check 4 auch die Erhöhung, genauso wie wir es eben vorhin vorhergesehen haben. So, das wären jetzt wirklich in klein-klein die Erklärung des Verhaltens Call by Reference und Call by Value. Nachdem wir in Java und auch in diversen anderen Programmiersprachen keinen echten Zugriff mehr auf die Adressen haben und keine Adressarithmetik mehr machen können, ist diese ganze Call by Reference und Call by Value Geschichte in Java nicht mehr relevant, weil ich kann es nicht auswählen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir das Konzept verstanden haben. So, jetzt haben wir die Idee der Call by Reference und Call by Value verstanden. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in die Unterscheidung der Datentypen in Java. So, wir haben primitive Datentypen und wir haben zusammengesetzte Datentypen. Insofern ja, nichts Neues. Bei den primitiven Datentypen kennen wir die ganzen Zahlen, wir kennen die Gleitkommazahlen, wir kennen die Zeichen, die Charakterzeichen. Und wir kennen die Wahrheitswerte des Boolean. Bei den zusammengesetzten Datentypen kennen wir Zeichenketten, wir kennen Arrays und wir kennen Objekte, wobei streng genommen muss man in Java sagen, das sind alles Objekte. Also jeder zusammengesetzte Datentyp in Java ist ein Objekt. Die sind manchmal grundlegender wie Arrays oder Zeichenketten, aber unterm Strich verhält sich alles wie ein Objekt. Wenn man mal das ganze Thema immutable außen vor lässt, also Zeichenketten, also Strings sind ja immutable, das heißt, sie können nachträglich nicht mehr verändert werden, also nicht als Konstante, sondern wirklich als Wert. Aber darüber haben wir im letzten Video auch schon mal, oder vorletztes, glaube ich, war es schon mal gesprochen. Gut. Auch hier möchte ich jetzt mal einen kleinen Blick auf den Speicher legen, ja, oder einen kleinen Blick auf den Speicher werfen. Wie passiert das denn in Java? Und wir beginnen jetzt mal mit den primitiven Datentypen. Wie ich sehe hier die Variable i1, die hat halt jetzt hier eine Deklaration erfahren. Das heißt, es wird den Speicherplatz freigemacht oder reserviert und wird dann überschrieben mit dem Wert der Initialisierung. Okay, soweit so gut.
Das passiert jetzt mit der Variablen auch. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach zwei Variablen und mit irgendwelchen Werten belegt. Also nichts Besonderes. Es ist eigentlich genauso wie in C auch, nur dass ich halt nicht explizit auf die Adressen zugreifen kann. Gut, jetzt schauen wir uns mal ein anderes Konstrukt an. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das auch hier vereinfacht, wie im letzten Video, die Array-Ideen. Wenn wir einen Speicher Referenz haben für unser modellhaftes Beispiel, ist es immer eine vereinfachte Geschichte, aber reduziert auf das, was wirklich wichtig ist, damit das verstanden wird, worum es hier eigentlich geht, nämlich wie arbeitet Java intern mit den Daten. So, wir haben jetzt hier einfach die Werte. Das sind die Dezimalwerte 20, 30, 40. Wir als Hex 14, 1e und 2, 8. Jetzt gibt es bei Arrays noch zusätzliche Informationen, wie beispielsweise die Länge des Arrays. Die kann man dann entsprechend abgreifen. Das haben wir gesehen im letzten Video. Arrayname.length und dann finden wir eben raus, wie viele Elemente da drin sind. Die Adresse des ersten Array-Elements liegt jetzt hier an der Position 6.2. Auch hier muss ich dazu sagen, das ist natürlich ein bisschen umfangreicher gelöst in Java, aber die Vorstellung, die wir hier eben jetzt gerade platzieren, die ist ausreichend fürs Verständnis. So, und genau diese Adresse taucht jetzt im Speicher auf. Das heißt, ähnlich wie wir bei C bei der Übergabe eine Adresse übergeben haben und eine Adresse gespeichert haben, haben wir das hier in Java auch. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Variable, in der die Adresse des Objektes steht. Ja, und die habe ich jetzt hier blau markiert. Und genau das ist es, was in der Variablen IA1, also Integer Array 1, steht. Das heißt, die Variable des Arrays beinhaltet nicht das Array, sondern die Adresse, wo im Speicher sich das zugehörige Array-Objekt befindet. Und dieser Gedanke, der ist ganz essentiell, das muss man verstehen. Also, während ich bei primitiven Datentypen mir die Variable so vorstelle, als würde sie so eine Art, ja, so eine Art Shortcut, so ein Link in den Speicher darstellen und dort eben der tatsächliche Wert der Variablen zu finden ist, sind bei zusammengesetzten Datentypen in Java hier nicht die Werte drin, sondern eine Adresse. Streng genommen in Java nicht eine Adresse, sondern eine Referenz. Die eigentliche Adressarithmetik nimmt uns Java ab. Wir kriegen dort nur so eine Art ID. Aber aus diesem Grund nennen wir das auch eine Referenzvariable. Also wir finden in einer Java-Variablen von einem zusammengesetzten Datentypen lediglich die Referenz auf einen Speicherbereich, in dem das eigentliche Objekt dann liegt. Und das gilt für alle zusammengesetzten Datentypen in Java. So, und jetzt können wir uns anschauen, ja, wie macht es Java die Übergabe? Weil wir haben ja gesagt, wir können Java jetzt nicht auswählen, Call by Reference, Call by Value, das geht da nicht, sondern Java macht sich da das Leben eigentlich relativ leicht. Dazu schauen wir uns jetzt hier mal ein Übergabeparameter vom Typ Integer, also primitiver Datentyp, das schauen wir uns an. Was mache ich? In diesem Unterprogramm, ich gebe den Wert dieser Variablen aus. Ja, das heißt, wer auch immer dort einen Wert übergibt, dieser Wert wird ausgegeben. Ganz normal. Wir haben gesagt, eine Variable ist nichts anderes wie ein Shortcut, ja nicht eine Referenz, sondern ein Shortcut auf einen Speicherbereich und dort steht entsprechend drin, was der Wert ist. Wenn ich jetzt diesen Wert erhöhe, dann wird natürlich der Wert auch im Speicher erhöht. Ganz normal. Und wenn ich ihn ausgebe, dann wird eben der erhöhte Wert ausgegeben. Soweit hoffentlich jetzt relativ logisch. So, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an, wie das bei einem zusammengesetzten Datentyp funktioniert. Also ich übergebe jetzt hier in der Parameterliste ein Integer Array.
Ich gebe jetzt hier einen Wert aus dem Array. Also es macht jetzt keinen Sinn, das ganze Array auszugeben, weil da würde ich nur die Referenz erhalten, also die ID. Sondern ich gehe jetzt in die nullte Position und gucke halt, was da drin ist. Ja? Dann erhöhe ich diese Position und gebe sie nochmal aus. So, das ist jetzt die Funktionalität dieser beiden Methoden. DoSomething habe ich die einfach genannt. Die konnte ich jetzt gleich benennen, weil ich sie ja überladen darf. Einmal Integer Array als Parameter. Und genau mit denen möchte ich jetzt arbeiten und das eben im Speicher nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Also ich rufe jetzt DoSomething mit einer Integer-Variable auf. Das heißt, die erste von den besprochenen Funktionen oder Methoden wird aufgerufen. Was übergebe ich? Ich übergebe die Variable i1, wo der Dezimalwert 35 oder Hex 26 drin steckt. Ja, also dieser Wert wird jetzt übergeben an dieses Unterprogramm. Und was jetzt hier passiert ist, es wird eine neue Variable erzeugt, ipar. Es wird im Speicher ein Platz dafür freigelegt und dieser Platz wird überschrieben mit dem Wert der übergebenen Variable eben i1. Und das ist Hex 26 oder Integer 35. So, jetzt haben wir gesagt, geben wir aus, okay. Es wird jetzt 35 ausgegeben oder Hex 26. Und jetzt erhöhe ich von Hex 26 auf Hex 27 oder Dezimal auf 36. Und bei der Ausgabe würde jetzt natürlich wieder 36 natürlich ausgegeben werden. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme in mein Hauptprogramm, würde ich jetzt allerdings wieder die Variable i1 ausgeben. An der Adresse 1,3 haben wir gesagt, liegt die. Und genau der Wert Hex 26 oder Dezimal 35 würde ausgegeben werden. Also noch der alte Wert. Das heißt, dieses Verhalten ist jetzt genauso wie das, was wir am Anfang gesehen haben mit Call by Value. Ja, was auch logisch ist, wir haben eine Variable übergeben und der Wert dieser Variablen wird entsprechend kopiert fürs Unterprogramm und dann arbeiten wir da an der Stelle weiter. Also soweit erstmal nichts Neues. Jetzt mache ich das gleiche wie vorher mit der Array-Variablen, also zusammengesetzter Datentyp. Also, ich rufe DoSomething mit IA1 auf und IA1 zeigt jetzt auf eine Variable oder einen Speicherplatz, wo eine Adresse drin steht. Und das ist jetzt der wichtige feine Unterschied. In Java steckt in einer Variable für zusammengesetzte Datentypen eine ID, eine Art Adresse. In unserem Beispiel, in so einem vereinfachten Beispiel, ist es jetzt einfach mal eine Adresse drin. Das heißt, der Wert der Variablen ist eine Adresse, eine Referenz. Und wenn ich jetzt aufrufe, passiert genau das Gleiche wie bei der Integer-Variablen. Nämlich, es wird im Speicher ein Platz freigemacht und mit dem Wert der aufrufenden Variablen überschrieben. Aber dieser Wert ist halt nun mal jetzt eine Referenz und nicht mehr der eigentliche Wert des Arrays. So, das heißt, ich habe jetzt hier streng genommen ein Verhalten oder ich kann ein Verhalten erwarten wie bei Call by Reference. Trotz allem habe ich nichts anderes gemacht wie Call by Value, weil Java halt nun mal als Wert einer zusammengesetzten Variable ja, die Adresse, die Referenz drin hat. Also Call by Value, aber Verhalten Call by Reference. Und das ist mir wichtig, dass wir das jetzt verstehen, weil wenn wir irgendwo im Internet googeln und sagen, ja, was macht jetzt Java? Wie kriege ich da Call by Reference hin? Wird man früher oder später auf den richtigen Satz stoßen. Java hat gar kein Call by Reference. Aber alles, was nicht primitiver Datentyp ist, verhält sich wie Call by Reference. Es liegt, wie gesagt, einfach daran, dass einfach in der Variablen nicht der Wert drin steht, sondern die Referenz. Und wenn ich die Referenz kopiere, dann ist es halt streng genommen sowas wie Call by Reference. De facto wird aber der Wert, sprich die Referenz, kopiert. Ist halt so. So, ja, Rest dürfte es nicht mehr wirklich überraschen. Wenn ich jetzt hier meine Erhöhung oder meine Ausgabe, sorry, wenn ich meine Ausgabe mache, passiert nichts anderes wie,
Ich gebe an dem Array auf der Adresse 62 an der nullten Position meinen Wert aus und das war die 20, glaube ich, war das. Ja, das heißt, wenn ich hier mein System Outprint Line IPAR 0 mache, dann geht er auf die Variable IPAR. Das ist eine Referenzvariable, dort steht die Adresse 62 drin. Dann guckt er nach in der 62a, da ist ein Array. An der Indexposition 0 steht die Hex 14, was nichts anderes ist wie Dezimal 20. Und das wird dann ausgegeben. Wenn ich jetzt erhöhe, dann erhöhe ich eben auch wieder genau an der Adresse 62, Indexposition 0 von 14 auf 15. Und die Ausgabe wird dann entsprechend 21 sein. Wenn ich jetzt wieder hochgehe in mein Hauptprogramm und an der Indexposition 0 ausgebe, habe ich wie bei Call by Reference bei C jetzt tatsächlich den Zugriff wieder auf das veränderte Element. Das ist jetzt an der Adresse 62, Indexposition 0, der Wert 15, der vorhin 14 war. Und das erklärt, warum Java streng genommen kein Call by Reference kennt, aber das Verhalten von allen zusammengesetzten Datentypen genauso ist wie bei Call by Reference. So, wenn wir den ganzen Kram jetzt ausführen, dann sehen wir, dass wir den Wert 35, 36, 35 haben. Also 35 war in dem Unterprogramm, dann wurde es erhöht, 36, das war der normale Integerwert und im Hauptprogramm war es wieder die 35. Und bei den zusammengesetzten Datentypen haben wir zuerst 20 ursprünglichen Wert ausgegeben, erhöht auf 21 und im Hauptprogramm haben wir dann tatsächlich die Änderung auch vorliegen, weil wir eben im Unterprogramm auf der Kopie der Adresse gearbeitet haben. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied und da war es gleich. Also genauso wie vorher gesagt. So, die Vorstellung mit dieser Adresse, die hilft uns noch bei einer ganz anderen Sache weiter. Und zwar bei Strings. Was haben wir hier? Wenn ich dieses Programm ausführe, wird zeilenweise abgearbeitet und ich habe hier zuerst mal die Variable S1. Dort wird jetzt einfach eine Adresse festgelegt und der String Hallo würde jetzt mit diesen fünf Charakterwerten 68, 61, 6C, 6C, 6F abgelegt werden. Das wäre jetzt, wären es die ASCII-Codes für die Buchstaben Hallo. So. Nachdem String zusammengesetzter Datentyp ist, habe ich in der Variablen S1 die Referenz auf das Objekt, das jetzt hier in unserem Beispiel auf der Adresse 40 sitzt. Okay. Jetzt habe ich eine zweite Variable, die ich jetzt ganz bewusst nicht mit einer Konstanten belegt habe, sondern mit einer Eingabe, weil wenn ich eine Konstante hätte, dann würde Java sie nicht mehr neu anlegen, sondern würde beide auf die gleiche Adresse eben auf 40 zeigen. So, und ja, was machen wir jetzt? Ich gebe ein und erst jetzt würde in Java ein Platz erzeugt werden, wo eben jetzt mein Wort Hallo jetzt auch drin steht. Und genau dort würde jetzt die Variable S2 zeigen. So, damit habe ich jetzt zwei identische Variablen String, die aber an einer unterschiedlichen Adresse liegen. Das heißt, S1 zeigt auf 40, S2 zeigt auf A6. Okay. Das heißt, die Werte sind identisch. Trotzdem zeigt mir jetzt mein Code, der jetzt besagt, if S1 ist gleich S2, ein unterschiedlicher aus. So. Das heißt, obwohl die Werte in beiden Strings identisch sind, nämlich das Wort Hallo, gibt mir der Vergleich ein Ungleich aus. Und die Erkenntnis müsste jetzt relativ klar sein, warum das so ist, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass bei Referenzvariablen in den Variablen eigentlich die Referenzwerte stehen. Das heißt, in der Variable S1 steht die 40, in der Variable S2 steht A6. Und die Werte sind tatsächlich ungleich. Und dementsprechend bekomme ich tatsächlich beim Vergleich auch ein Ungleich raus.
Wenn ich die Inhalte vergleichen möchte, dann muss ich mit Equals arbeiten. Das heißt, wenn ich mit Equals arbeite, kommt gleich raus. Die Frage ist jetzt, warum ist das denn so umständlich? In JavaScript brauche ich das ja auch nicht. Und ja, das ist richtig, aber es hat seinen Sinn. Es hat tatsächlich seinen Sinn. Und dazu machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich ja die Inhalte der Variablen vergleichen. Ja, ich möchte wissen, ob im einen und im anderen das gleiche drinsteht. Und das möchte ich mit ist gleich gerne machen. Das wäre ganz cool, aber ich muss über Equals gehen. Und die Aussage ist jetzt folgende. Die Gleichheit liegt im Auge des Betrachters. Was meine ich damit? Schauen wir uns mal Folgendes an. Ich habe jetzt hier ein Auto. Also machen wir mal ein Beispiel außerhalb vom Programmieren. Ich habe hier ein Auto und dieses Auto ist halt irgendein Golf, alter Golf GTI. Und dann habe ich ein eigentlich baugleiches Auto, nur was der halt drin hat, der hat einen Dieselmotor drin. Der Mechaniker würde jetzt sagen, diese beiden Autos sind komplett unterschiedlich. Ja? Unterschiedliche Motoren, komplett unterschiedliche Autos. Kann man gar nicht mit vergleichen. Geht nicht. Der Designer würde aber sagen, die sehen gleich aus, die Dinger, das sind gleiche Autos, gleiches Design. Das heißt, für die beiden Betrachtungsweisen aus der Technik und aus dem Design sind es verschiedene Sichtweisen. Ja, also der Designer hat ein anderes Verständnis von gleich wie der Mechaniker. Und genauso könnten wir jetzt sagen, wir haben zwei exakt baugleiche Autos. Das eine ist halt blau, das andere ist rot. Der Mechaniker würde sagen, gleiche Motoren, gleiche Autos, fertig. Der Designer würde sagen, unterschiedliches Design, unterschiedliche Autos. Also das ist jetzt hier wichtig zu verstehen, dass Gleichheit im Auge des Betrachters liegt. Und beim Programmieren oder in Software haben wir dieses Problem auch. Die Frage ist, ist denn Hello World das gleiche wie Hello World? Wenn ich das so vorlese, wird jeder sagen, ja logisch. Wenn ich es aber lese, sehe ich, ah, Moment, im ersten String habe ich Kleinbuchstaben, im zweiten habe ich Großbuchstaben. Und auch hier kann ich sagen, ja, es gibt Situationen beim Programmieren, wo ich das als gleich und es gibt Situationen, wo ich das als ungleich betrachten würde. Wenn irgendjemand auf das schmale Brett kommen würde, Hello World als Passwort zu verwenden, wären die beiden Passworte unterschiedlich. Wenn ich aber jetzt in Windows beispielsweise mein Login Hello World machen würde, warum auch immer, dann wären diese beiden Strings aus Sicht von Windows gleich, weil sie hätten den gleichen Effekt. Beide würden den User Hello World suchen. Also hier ist das Ganze entsprechend durchaus als sinnvoll zu betrachten, zu sagen, ja, Gleichheit ist halt nicht so einfach zu definieren. Jetzt ist die Frage eher, warum ich überhaupt zwei Strings mit ist gleich vergleichen kann. Was bringt mir das? Und hier muss ich sagen, ja gut, bei Strings ist es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber bei Objekten ist es wichtig, weil hier können wir nämlich Folgendes sagen. Angenommen, wir haben jetzt hier wieder diesen blauen Golf GTI und wir haben hier so ein teures Foto von diesem blauen Golf GTI bekommen, der hier allerdings grau ist. Jetzt sehen wir, oh, das sind die identischen Kennzeichen. Also sind es dieselben Autos. Und das ist vielleicht eine ganz gute Merkhilfe in Java, wenn wir mit ist gleich vergleichen, vergleichen wir, ob es dieselben Objekte sind. Mit Equals oder Equals Ignore Case vergleichen wir, ob es die gleichen Autos sind. Und allein an der Tatsache, dass es Equals und Equals Ignore Case in Java gibt, sehen wir schon, dass Gleichheit nicht gleich Gleichheit ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja? Hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, aber wie gesagt, da geht Java eigentlich einen sehr, sehr stringenten Weg. JavaScript macht es nicht. Wenn ich das in JavaScript sauber machen möchte, dann müsste ich mit dem dreifachen ist gleich arbeiten. Aber das nur am Rande. Wichtig ist mir, dass jeder versteht, warum in Sprachen wie Java der Vergleich von zwei Strings eben so läuft, wie er denn läuft.
Der nächste wichtige Punkt, den es anzusprechen gibt, ist die Interoperabilität von Datentypen. Schwieriges Wort. Da geht es eigentlich nur darum, kann ich den Datentypen mischen? Und dazu habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier einen, in Anführungsstrichen, kleinen Datentyp mal gewählt. Das ist Byte. Byte hat einen Wertebereich von minus 128 bis plus 127. Und die Frage ist jetzt, was passiert denn, wenn ich den Wert von b in einen großen Datentyp reinkopiere, in dem Fall Integer, der von minus bis plus 2 Milliarden geht. Und dann gebe ich einfach den großen Datentyp aus. Also ich gucke, was ist denn da angekommen? Und wenn ich das ausführe, sehe ich, ja klar, es kommt die 10 an, weil ich habe 10 reingelegt. Aber trotz allem ist es jetzt wichtig, dass wir hier verstehen, dass wir hier zwei verschiedene Datentypen verwenden. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, dass ich sage, ich habe jetzt zwei Gläser und ich kann von einem kleinen Glas den Wert ins große Glas reinkippen. Das ist jetzt so die Idee dahinter, dass man sich das so vorstellt. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Das heißt, ich habe jetzt hier einen großen Datentypen, Integer. Dort lege ich halt eine sehr große Zahl rein. Und ich versuche jetzt, diesen Wert in den kleinen Datentyp reinzukippen. Ja, also ich versuche jetzt den Integer-Wert, den Inhalt von Integer, in die Byte-Variable reinzupacken. Und was hier sofort passiert, ist ein Compiler-Fehler. Ja, weil der Compiler sagt, Moment, man kann doch nicht einen großen Wert in einen kleinen reinpacken. Wobei, streng genommen ist es jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt. Der Compiler sieht den Wert gar nicht, den kann er nicht rausfinden, sondern er sagt, ich habe hier eine große Variable und der Typ will die große Variable in die kleine reinpacken. Und das geht nicht, ja, weil in der großen habe ich hier potenziell einen Datenverlust. Könnte ja genauso gut auch so sein. Ja, das heißt, an der Stelle können wir das so nicht bringen. Warum? Ich glaube, das ist relativ klar, dass das nicht funktionieren kann. Es ist jetzt so, dass der Compiler genau Angst vor dieser Situation hat und deswegen die komplette Zuweisung eben nicht erlaubt. Ich kann es aber erzwingen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, lieber Compiler, ich übernehme die Verantwortung. Ich weiß, da kann was schieflaufen, aber mach's einfach. Und das wäre dann ein sogenannter expliziter Typecast. Das heißt aber im übertragenen oder im Prinzip, dass das, was ich vorher gemacht habe, also eine Byte-Variable in eine Integer-Variable reinzukippen, dass es auch schon ein Typecast war, aber es war halt ein impliziter. Hier habe ich einen expliziten. Und das geht einfach so, dass ich in runden Klammern den Zieldatentyp reinpacke. Was hier passiert ist, dass er nur für den Moment der Übergabe, also nur für die Ausführung des Ist-Gleichs in dem Fall, den Wert innerhalb der Integer-Variable als Byte kurz interpretiert. Und dann kann er ihn rüber kopieren. So, was passiert jetzt hier? Ich gebe jetzt mal den kleinen Datentyp aus, ja, und lasse es mal laufen. Und jetzt steht hier was Komisches. Minus 121. Und die Frage ist, wie um alles in der Welt kommt der Rechner auf die Idee, aus der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 die minus 121 zu machen? Und dazu müssen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Theorie von Binärzahlen einsteigen. Die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich jetzt hier mal im Binärcode hinterlegt. Ja? Also halt irgendwelche Nullen und Einsen. Details spielen jetzt erstmal keine Rolle. Ihr glaubt mir einfach, dass das richtig ist. Und die Byte-Variable, die hat halt nur 8 Bit. Das heißt, die Byte-Variable schnappt sich jetzt die rechten 8 Bit und übernimmt sie. Jetzt ist hier aber das vorderste Bit auf 1. Also sagt der Rechner, aha, das ist ein Zweierkomplement. Und Zweierkomplement haben wir gesagt, wenn ich das rückrechnen will, muss ich 1 abziehen.
Da lande ich dann bei 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Und dann invertiere ich alle Bits und es ist dann eben die 0, 1, 1, 1 und dann 1, 0, 0, 1. Und das ist die 121. Das heißt, daher kommt die minus 121, weil er einfach die links sitzenden Bits einfach radikal abschneidet. Da ist er dann gnadenlos. Und das ist halt dann das Ergebnis, das wir haben. Wir kriegen halt hier Crap raus. Das heißt, immer wenn wir einen expliziten Typecast machen, sollten wir vorher schon mal gucken, ja, laufe ich hier nicht in Gefahr, irgendwelche Fehler zu machen. Gut, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen systematisch anzugehen. Ich habe jetzt hier mal alle relevanten Datentypen aufgeschrieben. Also die primitiven Datentypen von Java, also oben sind die Zahlendatentypen. Character ist streng genommen auch ein Zahlendatentyp, aber nur positiv. Und Float und Double habe ich auch hingeschrieben. Und die nutze ich jetzt einfach so, dass ich mein Komma immer so hinschiebe, dass ich keine Nachkommastellen habe jetzt erstmal. Ja, für den Vergleich mit den ganzzahligen Datentypen. Und Nachkomma muss ich ja eben nur Float und Double miteinander vergleichen, weil das die einzigen sind, die Nachkommastellen haben. So, was gucke ich mal an? Was ist der maximale positive Vorkommawert? Was ist der maximale positive Nachkommawert? Das ist quasi, wie genau ist meine Zahl? Dann das Ganze auch für den negativen Bereich. Und Byte hat jetzt als positiven maximalen Vorkommawert 110,20. Es gibt keinen Nachkommawert und negativ ist der maximale Wert 128 halt minus. Und auch im Negativen gibt es natürlich kein Nachkommawert. So, bei Short haben wir 32.000, bei Integer 2 Milliarden, bei Long irgendwas 9 Fantastilliarden, whatever. Die Balken sind jetzt nicht maßstäblich, die sollen jetzt nur ein optisches Indiz bieten. Weil wenn ich das maßstäblich mache, dann sieht man den Balken von Byte nicht mehr. Character hat nur positive Werte, also 65.000 maximal. Keine negativen und natürlich auch keine Nachkommawerte. Float hat 7 Ziffern. Das heißt, ich kann jetzt diese 7 Ziffern entsprechend nutzen, um entsprechend auch Vorkommawerte zu generieren. Das gleiche gilt natürlich für negative Werte, weil die Gleitkommazahlen haben ja ein Vorzeichen Bit, ein Flag. Und im Nachkommabereich ist es natürlich exakt das gleiche. Und bei Double haben wir jetzt 15 Ziffern. So. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann sehen, aha, wenn ich jetzt eine Character-Variable habe, dann kann ich den Wert in eine Long oder in eine Integer oder in Float-Variable oder Double-Variable reinlegen. Warum? Weil ich mit 65.535 kleiner bin wie die 2 Milliarden von Integer oder die 7 Ziffern von Float. Und quasi das Kleine geht immer in das Größere. Was ich nicht machen kann, beispielsweise, ich kann keine Short-Variable in eine Character-Variable reinlegen. Warum? Weil wenn wir jetzt hier bei Short mal auf der negativen Seite sehen, haben wir hier 32.768 minus und bei Character gar nichts. Das heißt, Character ist kleiner wie diese 32.768. Und da haben wir dann so eine ungefähre Vorstellung, wann wir jetzt einen expliziten und einen impliziten Typecast benötigen. Ja, explizit immer dann, wenn ich was Großes in was Kleines reinlege, und das sieht man hier optisch ganz schön, und implizit immer für die gegenteilige Richtung. Der letzte Punkt, den wir jetzt hier in dem Zusammenhang noch besprechen, ist, können wir denn unterschiedliche Datentypen miteinander verrechnen? Und na klar, geht. Das einfachste Beispiel ist hier, wenn wir jetzt eine Integer-Variable haben, 10 und Double-Variable 2. Und wir rechnen einfach mal System-Out-Print-Line Integer, also 10 mal 2,0. Jetzt ist die große Frage, kommt jetzt als Ergebnis ein Double oder ein Integer raus? Ja, weil wir haben jetzt zwei verschiedene Datentypen, die wir miteinander verrechnen. Und wenn wir das laufen lassen, sehen wir, jo, das ist jetzt ein Double-Wert. Und das ist insofern logisch, als dass Java sagt, ja Moment, ich habe jetzt einen großen und einen kleinen Datentyp
Und in was packe ich das Ergebnis rein? Ja, logisch, in einen großen, weil das Ergebnis kann ja theoretisch entsprechend durch den großen definiert sein. Okay, macht Sinn. Also alles andere wäre Schwachsinn. Der entscheidende Punkt ist jetzt, dass ich hier, wenn ich jetzt zwei gleiche, also int mit int verrechne, logischerweise auch wieder int rauskommt. Ja, also das Ergebnis ist int. Auch das ist logisch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich Double rauskriegen? Der wichtige Punkt hier ist aber jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise hier die Werte 2 geteilt durch 10 rechne. Also 2 Zehntel wäre 0,2. Aber Moment, 0,2 ist ja kein Integer. Ja, also was macht er? Es kommt 0 raus. Das wäre genau das Gleiche, was rauskommen würde, wenn ich jetzt über einen Typecast die 0,2 versuchen würde, in eine Integer-Variable reinzuschreiben. Mit einem expliziten Typecast würde auch gehen. Integer-Variable ist gleich, Klammer auf, Double, sorry, Integer, Klammer zu und dann 0,2. Dann würde auch den 0 rauskommen. Der schneidet ab. Genauso, wie wir es vorhin gesehen haben. Bei der Übergabe eines Integer-Werts in eine Byte-Variable, er schneidet halt alles, was überhängt, ab. Und das Ergebnis von 2 geteilt durch 10 ist nun mal ein Double-Wert und dieses 0,2 wird dann auch gnadenlos vom Rechner abgeschnitten und was rauskommt, ist 0. Und das ist was, was viele so ein bisschen verwirrt erstmal, weil, ja, mein Gott, 2 durch 10 ist halt mal nicht 0, aber Integer mit Integer rechnen gibt halt nun mal Integer. Das heißt, da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen bei der Nutzung. Hier sind die JavaScript-Jungs auch ein bisschen im Vorteil, weil JavaScript würde sagen, interessiert mich gar nicht, ich habe den Datentyp Integer gar nicht, das ist alles ein Number-Datentyp und der steht für ganzzahlig und Gleitkommazahlen. Aber in Java und in allen oder in den meisten statisch typisierten Programmiersprachen ist ja, ist es halt so, dass man darauf achten muss. Grundsätzlich, wenn wir unterschiedliche Datentypen miteinander verrechnen oder auch gleiche Datentypen, dann ist die Faustregel, der größere gewinnt. Also der größere wird genommen und wenn sie gleich sind, dann wird halt eben entsprechend der Wert genommen. Ja, das wäre so der letzte Punkt. Insofern bin ich jetzt mit dem Video auch am Ende. Ist wieder ja, fast eine Dreiviertelstunde geworden, aber ich finde es wichtig, diese Gedanken einfach mal durch den Kopf gehen zu lassen, die wir hier in dem Video durchgegangen sind, weil das hilft einfach bei der Interpretation der Ergebnisse. Also man sollte halt schon wissen, was so ungefähr unter der Motorhaube abläuft bei den einzelnen Programmiersprachen. Und wenn man das verstanden hat, dann ja, glaube ich, ist man schon mal einen ganz guten Schritt weiter. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Da lasst euch einfach überraschen. Da muss ich mal gucken, wie es mit der Unterrichtsvorbereitung für die neuen Lehrpläne weitergeht. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar Videos dann rauspurzeln. Insofern, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Video.